Willkommen zurück zu Timos Elder Scrolls 5 Skyrim Let's Play. Und wir versuchen diesen Mann da, um die Kohle zu erleichtern, die wir ihm gerade gegeben Illusion haben. genießt unter den Schulen der Magie die geringste Wertschätzung. Na komm. Ja. Ja. Und da haben wir ihn doch. Ja, noch mal kurz gucken. Jawohl, ja. So, jetzt quatschen wir wieder an. Lasst mich, wenn ich doch nur von den banalen, alltäglichen. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. Wir haben jetzt einen Fehler gemacht. Okay. Wir hätten... Wir hätten nicht den guten Mann direkt nach dem ersten Mal trainieren gleich den Punkt leveln sollen. Jetzt hätten wir 3 Punkte nicht gelevelt. Oh, verdammte Axt. Was man nicht im Kopf hat, hat man in der Finger. So, jetzt gehen wir nochmal da drauf. Quatsch schon mal die Type an. Das Wissen an sich ist schon Belohnung. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. Die Illusion genießt. Der dreht sich zwar nicht zu mir um, aber er hat mich nicht gesehen. Unter den Schulen der Magie, wenn ich doch nur von den banalen, alltäglichen Dingen frei sein könnte, die das Leben einem so oft abverlangt. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. Guten Tag. Mich. Mit ihr. Ihr braucht etwas? Was braucht ihr? Lasst die Finger davon. Ach, verdammt, jetzt habe ich den falschen Schalter gedrückt. Ihr braucht etwas? Ja, ich brauche etwas. Ich brauche Training. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. So. So, wir hatten gesagt, wir heben uns das auf. Was braucht ihr? Es gibt da eine Sache, bei der eure Oh. Fertigkeiten von Nutzen sein könnten. Ja, erzähle Die mal. zahlreichen Fokuspunkte magischer Energien um die Akademie herum sind verunreinigt und müssen gesäubert werden. Vielleicht ein andermal. Ich verstehe. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. Bis zum nächsten Mal. Mich wird ihr nicht.
So. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Ganz fiese Masche, die ich hier mache. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche Eins, erläutern. zwei. Die Illusion genießt unter den Schulen der Magie die geringste Wertschätzung. Ja, langsam wird es schwieriger. Oh. Die Illu. Die Illusion genießt unter den Schulen der Magie die geringste Wertschätzung. Vielleicht sollte ich den Punkt mal in den Taschendiebstahl stecken. Die Illusion genießt unter den Schuhen. Ah, oh, komm schon. Mensch. Jawohl, ja. Jetzt haben wir natürlich gleich wieder ein Level gemacht. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. Ja, dann können wir gleich trainieren. Nochmal Gesundheit, zack. Und jetzt gucken wir mal Taschendiebstahl. Das müsste doch jetzt mal langsam ausgebaut werden, damit es nicht mal so schwer ist. So, Taschendiebstahl, komm, zack. Was haben wir denn hier? Nachtdieb. Ah, okay, wenn das Ziel schläft. Na gut, ich nehm's mal. Ah, wir können nämlich da oben nämlich gleich weitermachen. Okay. Ah, 50% einfacher, wenn es um Gold geht. Das ist genau das, was wir jetzt hier brauchen. Doch nur von den. Jawohl, ja. Banalen alltäglichen Ding. Ihr braucht etwas? Ihr wollt Habt also ihr. die arkanen Ach Künste so. meistern? Ja, ich kann ja mal gucken, ob er irgendwas von uns abkauft. Nö. Na dann. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche Eins, erläutern. zwei. Wir werden hier schon vorankommen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Nur wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Was braucht ihr? Ich brauche wieder mal Lehre. Guten Tag.
Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. Ihr braucht etwas? Hey Junge, auch nicht schon wieder ab. Wollte sich denn jetzt hier hin verkrochen? Ach, da auf die Seite ihr wieder diesmal. Wisst ihr, es hat. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche erläutern. So, geile Sache. Jetzt muss ich mal schauen. Ich hatte noch hier irgendwo eine Quest, wo ich Bücher besorgen soll. Golem Ei. Okay. Gut, nö. Das scheint dann nicht hier zu sein. Sonst hat man hier schon einen Pfeil. Wir werden auf jeden Fall mit unserem Stück, mit unserem Vorhaben wieder ein Stück weitergekommen. Keine Punkte zu verschwenden, keine Level zu verschwenden. Immer schön die Punkte beim Trainer zu machen. Das haben wir ganz gut hinbekommen gerade. So, und dann wollen wir doch jetzt mal... die Diebesquest weiterverfolgen. Da wollen wir nach Einsamkeit. Zack. Was? Sagen, was war denn das für eine Kacke hier, die hier läuft? Aber alles in Ordnung. Habt ihr keine Angst, etwas in Brand zu stecken? Nein, nein. Das Befiehlen gefällt mir. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aha, okay. Na dann, erzähl mal. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Na dann. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Das ist dieser Golem-Ei, genau. Nun, was haben wir denn hier? Lasst mich raten. Eurem Geruch nach zu urteilen, würde ich sagen, dass ihr von der Gilde kommt. Aber das kann nicht sein. Ich habe Mercer gesagt, ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ja, geht nicht immer nach deinen. Ich bin wegen Gut Goldenglanz hier. Ich mache keine Geschäfte mit Grundstücken oder Immobilien. Wenn ihr jedoch Waren sucht, seid ihr am richtigen Ort. Das Theater könnt ihr euch sparen, Golem Ei. Oh, wartet. Habt ihr Gut Goldenglanz gesagt? Ich muss mich entschuldigen. Ich muss leider zugeben, dass ich sehr wenig weiß über diese Imkerei, wenn ich mich nicht täusche. Aha. Ihr wart also der Makler für seinen neuen Besitzer? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich kann mich nicht an jedes Geschäft erinnern, das ich durchgeführt habe. Mhm. Einschüchtern. Hat Mercer Frey euch überhaupt nichts beigebracht? Wenn ihr mich umbringt, verliert ihr euren einzigen Kontakt zur ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Das ist nicht wirklich gut fürs Geschäft.
Okay. Eure Versprechungen interessieren mich nicht. Wenn rauskommt, dass ich euch den Namen des Käufers verraten habe, könnte mich das ruinieren. Na dann. Bestechen tue ich dich nicht. Wenn ihr etwas Besseres zu bieten hat als euch, dann geht es ihr schlechter, als ich dachte. Naja, halt die Fresse. Du wirst schon gleich merken, was du davon hast. So, was hat das Kind einstecken? Das Kind hat nichts einstecken. Das Kind kann nämlich aber verpetzen. Das ist ja nicht schlecht. Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Papa sagt, dass ich Rockwell nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Ob mit Klinge oder Zauber, wollt ihr es tot sehen? Ich glaube, wir sollten einfach warten. Ihr müsst mir lediglich meinen Lohn zahlen. Der Sack, der muss da einmal aufstehen und da weggehen. Oder wie war das? Musste man erst rausgehen? Zu sein ist gar nicht so übel. Meine Tochter gibt mir zu essen und arbeiten muss ich auch nicht mehr. Was? Ihr seid doch kein Dieb, der mich ausrauben will, oder? Doch. Als hoher Priester der acht Göttlichen heiße ich euch willkommen. Was hast du in der Tasche, hoher Priester? Ja, gucken wir mal. Er bewegt sich doch was. Als Priester der acht Göttlichen heiße ich euch willkommen. Ihr könnt sicher den einen oder anderen Septil. Sollte mit Versehen gelangen. Ich krieg dich schon noch. Ich weiß, dass du gleich rausgehst. Falls sich jemand fragt, was ich hier mache, ich warte, dass das Quest-Symbol sich bewegt. Muss ich den echt nochmal anquatschen wegen der Bestechung? Das wäre jetzt blöd. Nun, was haben? Ich mache keine Geschäfte mit Grundstücken. Oh, ich muss leider zugeben, dass ich sehe. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich kann mich nicht an jedes Geschäft erinnern, das ich durchgeführt. Nun, jetzt wo ihr es erwähnt, es gibt da etwas, an dem ich sehr interessiert bin. Ah. Ich habe einen Käufer für eine Kiste Feuerbrandwein.
Zufällig liegt eine einzelne Kiste im blauen Palast. Im blauen Palast? Dann reden wir über gut golden Glanz. Na dann. Dann nehmen wir das auf diese Weise eben mit. Entschuldigung. Nix, Entschuldigung, ihr klaut nur. Der blaue Palast. Und weg ist die Kacke. Gerade war ich schon, eben war ich noch da, gerade bin ich schon weg. Nee, andersrum. Ja, habe ich auch gehört. Eben war ich noch da und schon bin ich wieder weg. So rum wollte ich sagen. Hier, du siehst aus, als ob du Kohle hättest. Zack. So, so. 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 Meins. Bahnen sich wie schlängelnde Ranken, die... Ne? Hab ich... Warte mal. Das geht nicht von... ...gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Ich möchte jetzt System laden und laden und Auto... Aber wir doch ein bisschen zu forsch. Sollten wir jetzt mal lieber die Finger von den Taschen lassen und erstmal unseren Auftrag erledigen. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben. Kann man einen kleinen Sprint einlegen. Ah, hier ist was. Hier ist überhaupt was zu tun. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Da oben gefällt mir. Bilanz gefälscht, tada. Ja, ich weiß, ich soll hier oben nicht rumrennen. Gehe ich halt wieder. Was ist denn das gewesen? Ja, das waren nur Blätter in einem Topf. Das sah aus wie ein Pflänzlein. So. Ihr den Wein. Gebt ihn mir, dann reden wir. Ich habe den Feuerbrandwein. Gut. Wir wollen ja nicht, dass der Käufer ungeduldig wird und sich anderweitig umsieht, nicht wahr? Hier, nehmt das. Ich kann damit ganz sicher nichts anfangen, aber irgendwas muss ich euch ja für die Waren geben. Versucht ihr mich jetzt zu bestechen?
Keineswegs. Ich betrachte das als Investition in eine Verlängerung meines Lebens. Ich sage euch alles, was ich über Gut Goldenglanz weiß. Ich wurde von einer Frau angesprochen, die mich als Makler für etwas Großes anheuern wollte. Sie hat mir einen großen Sack Gold ins Gesicht gehalten und sagte, dass ich nichts tun müsste, als Arengut für das Gut zu bezahlen. Ich habe ihnen das Geld gebracht und dafür ihr Exemplar der Besitzurkunde bekommen. Hat sie gesagt, warum sie das getan hat? Überhaupt nicht. Ich stelle in der Regel auch nicht viele Fragen, wenn ich beruflich unterwegs bin. Das versteht ihr doch nicht. Allerdings ist mir aufgefallen, dass sie ziemlich sauer war, und zwar auf Mercer Frey. Das war's? Nicht mal einen Namen? In diesem Geschäft geben wir nicht viel auf Namen. Wer wir sind, wird dadurch bestimmt, wie viel Geld wir bei uns haben. Ich glaube, dass er lügt. Schaut, mehr weiß ich nicht. Ich habe nie versprochen, alle Antworten zu haben. Da unsere Transaktion beendet ist, werde ich mich jetzt auf den Weg machen. Na, dann mach dich mal auf den Weg. Wir müssen etwas wegen dieser Vampirangriffe unternehmen. Ihr schon wieder? Wir haben sonst nichts zu bereden. Geht weiter. Ja, ich weiß. Bevor wir diese Verfolgungsjagd weitermachen, machen wir eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich im nächsten Teil.